Mr. Mike. Yo, es ist Mr. Mike. Heute mal mit einem Thema, das wohl alle beschäftigen sollte, die auf unserem Planeten leben. Und zwar Coronavirus. Krasse Scheiße, Alter. Vor allem heute bekannt gegeben worden, die NBA ist abgesagt worden. Natürlich jetzt erstmal für 2 Wochen. Aber das glaubst du ja selbst nicht, dass die in 2 Wochen wieder am Start ist. Also bestimmt nicht. Jetzt vor ein paar Stunden gerade aktuell die MLB Major League Baseball auch eingestellt. Und das sind Betriebe, Veranstaltungen. Das ist Milliardengeschäft. Das ist ein Milliardengeschäft. Also da muss wirklich was Krasses im Busch sein, wenn man da auf einmal sagt, ja, stell mal ein, brauchen wir nicht. Weißt du, das ist wirklich krasser Scheiß einfach. Und ja, NBA, schade natürlich. Für mich persönlich jetzt nicht so wirklich, dass ich traurig bin, weil ich ja in der NBA nicht mehr so wirklich krass aktiv gehypt unterwegs bin. Daher tut es mir persönlich leider jetzt nicht so wirklich leid. Wisst ihr, solange die Freiplätze für mich noch offen sind und ich auf meine Freiplätze darf, ist für mich noch alles soweit gut. Und Coronavirus, diese Panikmacherei im wirklichen großen Sinne, wie ich finde. Also es ist wirklich, also Alter, die Leute abgehen. Du musst ja mal in den Supermarkt gehen, die so Sachen kaufen wollen wie Desinfektionsmittel, Handschuhe, Masken und so Zeug. Alter, die Leute gehen ab auf die Scheiße. Klopapier, Dosenfutter, Wahnsinn. Also die Leute gehen echt ab, wo du dir denkst, was ist denn nur los, weißt du? Es ist schon ein bisschen arg übertrieben, finde ich. Okay, Vorsicht ist besser als Nachsicht, auf jeden Fall auch sehr wichtig. Ne? Es ist nicht zum Spaßen, dass es tödlich sein kann, sieht man ja. Also ich habe es in meinem Umfeld jetzt noch nicht gesehen, von euch jemand. Wenn man was liest, wer bis jetzt gestorben ist, wenn man so die Zahlen sich anschaut, ein 80-Jähriger, ein 67-Jähriger, alte Menschen mit schlechten, vielleicht auch nicht vorhandenen Immunsystem, weißt du, trotzdem ist nicht zum Spaßen, das meine ich jetzt nicht, aber von der Realität so her gesehen, ne, wie viele Leute jetzt schon daran erkrankt sind und daran gestorben sind, die Zahlen alleine, weiß ich nicht. Und ich bin jetzt einer, der damals die Vogelgrippe überlebt hat, ne? Ohne Scheiß, ich habe die Vogelgrippe überlebt, ne? Wie viele können das von euch behaupten? Wie viele sind jetzt noch da? Aber ich muss jetzt auch rückblickend sagen, damals, ich habe mich dran gehalten, ich habe keine toten Vögel mit dem Mund aufgehoben, daher ging es mir dann auch recht gut, würde ich sagen, und ich hatte einfach nicht die Vogelgrippe. Jetzt natürlich Coronavirus, kann man sich leichter anstecken, ne? Alleine durch Husten, wenn du irgendwie bei jemandem in der Nähe bist, durch Händeschütteln alleine schon, gell? Und da kommen dann wirklich die, ab und zu kommen dann einige Leute jetzt erst drauf, ja, man sollte sich doch mal öfter die Hände waschen, gell? Und dann fangen die Leute jetzt erst an, sich nach dem Scheißen die Hände zu waschen, wo ich mir persönlich jetzt so keine Gedanken mache, weil wenn ich auf dem Klo kacken war oder sonst was, ich habe mir danach immer brav die Hände gewaschen. Ne? Also so her muss ich nicht wirklich was ändern, wie andere, die jetzt wirklich fasziniert sind, denken, boah, Alter, man kann echt über Hautkontakt und Händeschütteln Bakterien weiterreichen. Oh, so wusste ich auch noch nicht, weißt du? Es ist echt strange, aber ja, so sind wir halt. Ich bin ja auf dem Dorf hier, keine Menschenmenge so vertreten, ne? Finde ich auch gut jetzt so. Panikmacherei liest man, hört man so ein bisschen von einigen Leuten, die sagen, oh Mike, man kann das und das nicht mehr kaufen. Weißt schon, Desinfektionsmittel, Alter, gibt es nirgendwo. Ich habe heute für jemanden geschaut, ob es das so gibt, weil es mich interessiert hat. Ich selber brauche es ja nicht. Ich desinfiziere meine Hände nicht mit Desinfektionsmittel, ich wasche sie mir normal mit Seife. Weißt du, so. Ja, ansonsten, keine Ahnung. Eure Meinung mal zu dem ganzen Thema. Es ist schon sehr interessant und faszinierend, vor allem, wenn du das alles so hörst. Ne, Italien total abgeschottet. Was ist als nächstes? Österreich, darf man nicht mehr nach Österreich fahren. Das ist von mir eine halbe, dreiviertel Stunde weg. Gell? Darfst nicht mehr die Grenze fahren. Obwohl es für mich so fast das gleiche Land ist. Es ist ja nur eine Grenze, weißt du. Aber du weißt nicht, auf was für Ideen die Leute nachher kommen. Fußball, ne, Bundesliga, die spielen Spiele ohne Zuschauer, krasse Sache, gell? In Quarantäne wirst du gesteckt, auch eine krasse Sache. Ist ja schon alles richtig. Man will ja nicht, dass der Virus sich weiter verbreitet, aber auch wieder dieser Gedanke, ne? Wenn du ein gutes Immunsystem hast, bist du dafür geschützt. Was auch krass ist, wo der Gedanke ist, wo man nicht so wirklich was weiß, wenn man den Virus einmal hatte und man hat ihn überstanden, überlebt, kann man sich anscheinend
ein zweites Mal auch wieder damit anstecken. Das ist auch ziemlich krass. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, der Virus kann immer und immer wieder kommen. Dann bist du aber ordentlich am Arsch, ne? Dann brauchst du echt dein Leben lang Desinfektionsmittel. Du musst dir dein Leben lang nach dem Scheißen die Hände waschen. Stell euch das mal vor. Für den einen oder anderen mich jetzt so nicht wirklich erschrecken, weil das macht man ja von Haus aus, weil man es so gewohnt ist als kleines Kind schon, ne? Dass man sich nach dem Kacken die Hände wäscht. Andere aber denken sich, was? Ich muss mir bis an mein Lebensende jetzt die Hände waschen nach dem Scheißen? What the fuck? Es ist, weiß ich nicht. Aber Menschen sind da verschieden, unterschiedlich und naja, ich kann echt jedem nur raten, ey, bleibt ein bisschen gechillt und dreht nicht vollkommen durch, nur weil jetzt einige Spinner alles aufkaufen, Dosenfutter, Desinfektionsmittel, Klopapier und so. Ey, weißt du, was ich meine? Es ist ein bisschen hoch angesetzt und ich weiß es halt noch damals, wie es mit dieser Vogelgrippe war, Alter. Wow. Sind mir die Leute auf den Sack gegangen. Wie lange ist denn das überhaupt her? Ich weiß es gar nicht mehr. 7 Jahre, 10, 15, ich habe keine Ahnung, Mann. Da kann man auch gerne mal jemand Feedback geben, wer das noch miterlebt hat. Es sind einfach, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ey. Auf jeden Fall nicht zum Spaß mit dem Ding. Ich will jetzt ja auch keinen Witz über den ganzen Scheiß so machen. Ich nehme es aber trotzdem immer noch gelassen, weißt du? Weil, guck dir einfach die Zahlen an, so, wen es halt so erwischt. Ja, wenn du ein schlechtes Immunsystem hast, immer schwierig, aber da kann dich auch irgendwas anderes treffen, weißt du? Ja, das ist so ein Ding, was auch so ein interessanter Spruch ist, zum Beispiel, jetzt drehen alle durch, ne, aber andererseits sterben viel mehr Menschen an AIDS und ziehen sich trotzdem kein Gummi beim Ficken drüber. Weißt du, was ich meine? Das ist so, das stimmt einfach, das Verhältnis einfach nicht von den Leuten, wie sie abgehen, verstehst? Ja, und haben halt Schiss, dass sie angehustet werden von anderen Leuten. Das ist so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es muss sich auch jeder selber seine Meinung bilden. Und wenn jemand jetzt Bock hat, Panik zu schieben, dann muss er das halt machen, weißt du? Keine Ahnung. Und man weiß es selber ja nicht. Hey, vielleicht hat man das Virus schon in sich, weißt du? Aber man ist halt einfach vom Immunsystem noch so gesund her, dass man es einfach, dass es nicht ausbricht, dass man keine Symptome hat. Man weiß es nicht, gell? Wie gesagt, es ist nicht zum Spaßen. Sollte jetzt nicht so zum Spaßen gedacht sein, aber einfach mal ein bisschen runterkommen, weil jetzt Wochen, Tage, Monate, jahrelang hier gestresst sein und sich denken, fuck, es kann mich erwischen an jeder Ecke, Mann, ich muss jetzt unbedingt meine Hände waschen, habe ich früher sonst nicht gemacht, Alter. Chill. Chill einfach. Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Böö.